Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ja, der Victor hat es schon gesagt, mein Name ist Wolf Mutzenbach, ich bin 28 Jahre alt. Das ist ein sehr kritisches Alter. In meinem Freundeskreis kriegen momentan alle Babys. Überall nur noch Babys, 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 Babys. Und wenn man so die vielen herzigen kleinen Babys sieht und es auf die 30 zugeht, muss man sich irgendwann mit der Frage konfrontieren, habe ich auch schon eins? Seit ich mir die Frage gestellt habe, lebe ich in einer konstanten Paranoia. Immer wenn es daheim läutet, habe ich Angst, dass die nette Dame vom Bangkok Massagesalon Golden Hands genug Geld zusammenkratzt hat für einen Flug in die Schweiz und vor der Tür steht mit so einem kleinen Knopf und sagt Happy Ending! Aber ich bin schon eine Stufe weiter. Ich habe Götti-Meitli. Lehrt mir unglaublich viel, wenn man Götti-Meitli hat mit Kindern und Eltern. Alle die Abkürzungen, die es gibt: Mumi, Muttermilch, Muki, Mutter-Kind-Turnen, Faki, Vater-Kind-Turnen. Wenn man die Abkürzungen nicht kennt, kann sehr schlimme Missverständnisse geben. Irgendwann sagt der Vater so zu mir, ja, am Wochenende mache ich das erste Mal Faki mit ihr. So, bitte was? Ja, nur die einfachsten Übungen. Weißt, ich möchte sie nicht überfordern, sie kann sich noch nicht mal richtig festheben. Hoffentlich nicht. Und dann angefangen hat, von irgendwelchen anderen Kindern und Eltern in der Gruppe zu reden, bin ich ohnmächtig geworden. Man lernt aber auch sonst sehr viel, zum Beispiel weiss ich erst seit ein paar Wochen, dass die Kiloangaben bei den Windeln fürs Kind sind. Ich habe immer gedacht, wer macht bis zu 11 Kilo aufs Mal? Und sind die Eltern so verantwortungslos und dann auf die Windeln nie wechseln? Schatz, wie weit sind wir? Erst bei 8 Kilo, da gehen noch zwei, drei Mal. Danke, danke. Hat keine Zeit! Hab keine Zeit. Aber ich habe noch kein Kind. Aber um eins zu kriegen, muss man zuerst mal eine Frau finden. Das macht man heutzutage beim Fernsehen. Man wird Bachelor, oder? Und da haben wir einen Held, natürlich alle, der Vujo. Ah, ja, es gibt schon Reaktionen natürlich. Der hat Poesie auf ein neues Level gebracht. Für mich ist es so Goethe, Schiller, Vujo. Ja? Literarische Ergüsse, die er sich geben darf. Zum Beispiel hier, wir haben Monika, oder? Zuschauerin des Tages. Fast. Salome. Ah, pardon. Salome, bist du eine super schöne Frau? Sowieso da drinnen sehen alle super aus. Super Ausstrahlung. Auch von innen. Wow. Und ich habe mir dann mal überlegt, was hat eigentlich Vujo gemacht, bevor der Bachelor geworden ist? Hat er herausgefunden, in dieser Sendung hier hat er es erzählt, er hat früher Wohnungen gezeigt. Er hat bei einer Immobilienfirma geschafft und Wohnungen gezeigt. Habe ich mir überlegt, wie hat früher der Vujo Wohnungen gezeigt? Ist er mit seinem blauen Anzug reingelaufen und gesagt, also, das hier ist die Wohnung. Super schöne Wände. Super schöner Boden. Das hier ist die Küche. Da wird gekocht. Das hier ist der Kühlschrank. Das ist ein Schrank, der ist kühl. Der hat Licht. Immer. Das ist der Balkon, der hat eine Aussicht. Ich habe es vorbereitet. Super schöner Sonnenuntergang. Das hier ist ein Schlafzimmer. Dann habe ich von weiter überlegen, was, wenn alle die Promis, die wir kennen, wenn die ganz normale Jobs hatten, wären sie auch so gewesen, wie wir sie kennen. Zum Beispiel, wenn der Gottschalk Böstler geworden wäre. 9 Uhr morgens läutet, man hat Angst, das ist die Dame vom Bangkok Massagesalon Golden Hands. Macht Türen auf, dann heisst es, ah, hier, mein Lieber, Ihr Paket ist da. Ah, einmal unterschreiben und Briefe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ah, Obacht, Servus, Nachbarin, lass es Tür ruhig auf, komm nachher schnell vorbei. Hier, ja. Oder wenn der Baschi Pilot geworden wäre. Man macht sich bereit für einen Flug auf New York, 9 Stunden Flug, dann kommt die Ansage. Guten Abend, hier ist eine Bürgin. Kannst du mir schnell eine Flasche Wein holen, bitte? Ja, auf jeden Fall, hier ist Bürgin. Ich bin heute Ihr Pilot, oder? Ja. Ich bin heute Ihr Pilot und... nein, mach das Glas ganz voll, bitte. Ja, wir fliegen jetzt dann los auf... wann fliegen wir? auf New York. Das ist einen am See. Ja, dann bringe ich den Vogel über. Dann lande ich den Vogel.
denn bringen heim. Der Schein von Mutzenbecher.